Interview und Analyse zum zweiten Rennen. Gerd Meyer, dein Start in den Renntag im Primasee, zweiter Tagesbewerb mit mal zwei fünfjährigen Pferden, Latina, die bei ihr ist, die du selbst steuert, und Bauer Schaman, die irgendwie nicht in Tritt kommen wollen. Fahrerverteilung, Latina, die bei ihr ist, willst du selber steuern, weil du wieder was ausprobiert oder ausprobieren willst? Die Conny ist die Latina ja auch schon gefahren. Ja, so ist es. Beide schwierige Pferde, und die Latina, glaube ich, kommt manchmal und immer öfter wieder auch im Training auf ihre normale Schiene. Ja, kein Geheimnis, hat mit der Nervosität ein bisschen zu tun, aber grundsätzlich hat sie viel Potenzial, und wir werden sehen. Ja, wird vielleicht heute gut laufen. Das heißt, alles ist möglich. Das heißt, du erwartest, dass, wenn ich deinen Worten jetzt folgen kann, doch eine positivere Vorstellung. Ja, die letzte Vorstellung, wo die Vierte war in 1902 in Wels, die war eigentlich schon relativ gut defensiv gefahren, und dann ein anständiges Ergebnis, das war in Ordnung, und auf der aufbauend denke ich mir schon, dass ich hier zumindest in den Geldrängen bin, wenn nicht unter die ersten drei, vier. Bauer Schaman, letztes Jahr top, fast in den normalen Rennen immer siegreich gewesen, auch im Zugrennen, wie ich meine, recht ordentlich verkauft, für das das sein erstes war im Fliegerderby. Heuer ist er noch nicht in Tritt gekommen, vielleicht auch die zweite Reihe immer das Problem gewesen, obwohl ihr geht es heute auch aus der zweiten Reihe an den Ablauf, aber aus einem anderen Grund. Auch das war ein Grund, warum er nicht so in Erscheinung getreten ist, aber auch die zweite Reihe ist für ein Pferd, wenn er in Hochform ist, wie Bauer Schaman eines ist, dann muss man sagen, darf er an dem nicht scheitern. Er hat nach dem Fliegerderby einen Stopp gehabt, und aus dem Stopp sind wir nur jetzt ganz langsam wieder heraus. Gekommen, beziehungsweise sind wir beim Herausgehen, und ja, heute gestartet ist eine Formüberprüfung, wobei ich sagen muss, der Probelauf hat mich schon entsprochen. Das Ergebnis ist jetzt nicht primär wichtig, das Laufen soll passen. Ich weiß nicht, aber ich denke, wenn man ein Rennen bestreitet und wenn man Sportler ist, dann ist das Ergebnis immer ausschlaggebend, aber wenn man das nüchtern anschaut, dann müssen wir sagen, wenn wir unter den fünf sind, bei den acht Teilnehmern, dann sind wir zufrieden, weil die vorhergehende Performance einfach nicht entsprochen hat. Trainer Franz Konlechner, Start in den Renntag, heute in der zweiten Tagesprüfung Primasee mit Buena Vista BR, jetzt 14 Tage länger bei euch. Letzte Rennen war mal, sag ich mal, ein Test in Ebrechtsdorf. Wird sie dir gefallen? Sie war nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Aber in der Arbeit ist sie besser. Wir probieren es heute wieder. Ein bisschen anders umgestellt, und vielleicht gibt es eine Überraschung. Vielleicht auch ein bisschen offensiver? Ja, offensiver. Sie hat eigentlich ganz gut angefangen. Ich war ein bisschen der Zwicken am Start. Ja, schauen, dass sie gut wegkommt. Wie gesagt, ich werde sie heute anders probieren zu fahren, also anders hergerichtet. Und ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Wenn es funktioniert, soll es doch ein Top-3-Platz werden. Ja, ein Top-3 weiß ich jetzt nicht. Sie kommt mit keinen guten Formen von Deutschland. Wie schon gesagt, sie war nicht schlecht, aber auch nicht so wie ich mir es vorgestellt habe. Darum werde ich sie heute anders herrichten, und dann schauen wir mal, wie weit sie kommt. Urt Brandstätter, deine erste Fahrt am heutigen Tag im zweiten Rennen Primasee mit der 5 Rocco Venus. Letztes Mal, hast du schon vorab angekündigt gehabt, offensiv zu fahren, hat gut funktioniert. Warum soll man eine Taktik ändern, die gut funktioniert, also heute auch wieder mit der Führung? Ja, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich auf die Führung komme. Und dass ich mir die Führung behalten kann. Letztes Mal habe ich den Gurten von Meier drüber lassen, den Dreiecken. Der hat dann gewonnen und ich war dann Zweiter. Und meiner war extrem stark, nur in Einlauf runter auf die 1600 Meter. Also ich glaube, dass ich heute auf jeden Fall, wenn alles glatt geht und die Führung bekomme, dass ich mit denen 1-2 sein kann.